Hi, Deborah Blum hier. Moin, moin. Ich möchte euch diesmal zeigen, wie es funktioniert in einem Spargelfeld. Ja, wir wissen ja, jetzt ist Saison, Spargel ist da und ich konnte ein Spargelfeld besuchen, allerdings letztes Jahr. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, aber ich möchte trotzdem euch zeigen, wie es ist in einem Spargelfeld. In einem Spargelfeld kann alles ganz schön groß sein. Also wie ihr seht, da sind die Spargel mit dem Folie abgedeckt. Diese weiße Folie lässt die Spargel nicht so schnell wachsen. Und wenn es soll andersrum gehen, die werden ja mit dem schwarzen Folien abgedeckt. Die Vorbereitung für die Spargelpflanzen fängt schon im Februar an. Und im März werden die Däme gebaut und Ende März, Anfang April wird der Spargel gepflanzt. Ab Mitte April fangen sie an, die Spargel zu stechen. Erstmal mit dem grünen Spargel und hinterher mit dem weißen und violetten Spargel. Das alles wird auch mit der Hilfe von Maschinen gemacht, natürlich. Aber jeder einzelne Spargel wird per Hand gestochen. So, wer wollte jetzt aufhören? Vorher. Ja. Ja, super. Yes. Ja. So, wieder zumachen. Aber ja. Wieder zumachen. Ich habe gemacht 30. Genau. So sieht das aus. Jetzt kommt nachher dann die Folie. Dankeschön. Ja, danke, Patrick. Der Kraut im Feld, der überbleibt, wird gemäht und hinterher als Dünger benutzt. Danach wird der ganze Spargel erstmal gewaschen und hinterher zu einem anderen Ort transportiert, wo es geschält wird. Der Spargel wird in der Maschine geschält und auch per Hand. Und hinterher wird das nochmal gewaschen. Und jetzt kann es endlich mal verkaufen werden. In Deutschland wurden letztes Jahr 131.000 Tonnen Spargel gegessen. Die Deutschen mögen wirklich Spargel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gib mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.